Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous two lessons, you learned what are Relativsätze and what are the Relativpronomen für Akkusativ und Nominativ. In this lesson, you will be learning the Relativpronomen für Dativ. It is advised to watch the previous two lessons to understand this video better. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 20. Relativsätze im Dativ. Bevor wir in Detail gehen, hier sind ein paar Beispiele. Hier ist die alte Frau, der ich gestern geholfen habe. Das Dativpronomen der ist hier für die alte Frau benutzt. Das ist Martin, dem ich ein Handy geschenkt habe. Und hier noch ein Beispiel. Sind das die Kinder, mit denen du gern spielst? So, wir beginnen jetzt mit dem Maskulinartikel. Hier ist der erste Satz. Wo ist der Mann? Du hast dem Mann Geld gegeben. Der zweite Satz gibt uns mehr Information über den Mann. In diesem Satz, du ist Nominativsubjekt, Geld ist Akkusativobjekt und dem Mann ist Dativobjekt. Der Relativsatz sieht so aus. Wo ist der Mann, dem du Geld gegeben hast? Dem als Pronomen ersetzt dem Mann. Das konjugierte Verb steht am Ende. Hier ist noch ein Beispiel mit dem Personalpronomen im Dativ. Das ist unser Nachbar. Ich muss ihm helfen. The second sentence gives us more information about the first one. Here, ich is the nominative subject, ihm is the dative object. There is no accusative object. Why is it so? That's because helfen is a dative verb. If you want to revise what dative verben are, you can watch our video on the same. You can find the link below in the description. So the Relativsatz looks like this. Das ist unser Nachbar, dem ich helfen muss. In the Relativsatz, you will not use the personal pronoun ihm, but dative relative pronomen, that is, dem. The verb will be placed at the end. And this is because Relativsätze are Nebensätze. Wir schauen uns jetzt gleich auch ein Beispiel mit einer Dativpräposition an. Das ist der Lehrer. Ich muss mit ihm heute sprechen. In dem zweiten Satz gibt es ein präpositionales Objekt. Mit ihm. Die Präposition hier ist Dativ. So, wenn wir einen Relativsatz bilden, nehmen wir die Präposition mit. Das ist der Lehrer, mit dem ich heute sprechen muss. Nach dem Komma steht die Präposition mit dem Dativ-Relativpronomen dem. Das Verb steht wie immer am Ende. Das gilt für alle Dativpräpositionen. Über Dativpräpositionen gibt es auch ein Video. Link findest du unten. Jetzt können wir uns die Beispiele für Femininartikel anschauen. Und hier ist der erste Satz. Siehst du die alte Frau da? Ich will der Frau etwas kaufen. So, ich ist Nominativsubjekt. Der Frau ist Dativobjekt und etwas ist Akkusativobjekt. In dem Relativsatz ist der das Relativpronomen für Feminin im Dativ. Siehst du die Frau da, der ich etwas kaufen will? Am Ende steht das konjugierte Verb. Warum hat der Satz am Ende ein Fragezeichen? Es ist so, weil der Hauptsatz eine Frage ist. Siehst du die Frau da? Hier ist ein Beispiel mit einem Personalpronomen. Unsere Nachbarin ist krank
Ich koche ihr Tee. Hier auch der Relativpronomen ist der. Unsere Nachbarin, der ich Tee koche, ist krank. Das Verb steht am Ende von dem Nebensatz oder von dem Relativsatz. Und jetzt hier ist ein Beispiel mit einer Präposition. Das ist unsere Oma. Ich wohne immer bei ihr. In this case, we have a prepositional object, which is bei ihr. Ihr is used for Oma. In the Relativsatz, we would say, das ist unsere Oma, bei der ich immer wohne. So whenever we make a Relativsatz with a preposition, we always take the preposition along with the relative pronoun, depending on the case. In this case, it's Dativ. So we would say, das ist unsere Oma, bei der ich immer wohne. The relative pronoun der will replace the personal pronoun ihr. The verb will be placed at the end. Und jetzt schauen wir uns Beispiele für Neutrum an. Der Dativartikel für Maskulin und Neutrum ist gleich, dem. Und so ist auch das Relativpronomen. Hier ist der erste Satz. Das Kind ist süß. Ich bringe dem Kind eine Schokolade. In dem zweiten Satz, ich ist Nominativ, dem Kind ist Dativ und eine Schokolade ist Akkusativ. Das Kind, dem ich eine Schokolade bringe, ist süß. Dem hier ersetzt dem Kind als Relativpronomen für Neutrum im Dativ. Das Verb steht am Ende. Und hier ist jetzt ein Beispiel mit Dativ-Personalpronomen. Mein Baby weint. Ich gebe ihm einen Kuss. Ihm ist Dativ-Personalpronomen für mein Baby. Aber in dem Relativsatz benutzt man ein Relativpronomen. Das heißt dem in diesem Fall. Mein Baby weint, dem ich einen Kuss gebe. Und bitte nicht vergessen, dass das Verb am Ende steht. Und jetzt ein Beispiel mit einer Präposition. Das Haus ist groß. Ich wohne in diesem Haus. Das präpositionale Objekt heißt in diesem Haus. In dem Relativsatz ersetzt man diesem Haus mit dem Dativ Relativpronomen. Das heißt dem. Das Haus, in dem ich wohne, ist groß. Das Verb steht am Ende. So wie schon einmal erklärt, die Präposition geht in den Relativsatz mit. Das soll man nicht vergessen. Und diese Präposition steht direkt nach dem Nomen, worüber wir sprechen. Und hier sind jetzt Beispiele für Plural. Hier ist der erste Satz. Siehst du die Leute da? Ich wollte diesen Leuten helfen. In dem zweiten Satz, ich ist das Nominativsubjekt, diesen Leuten ist das Dativobjekt. Das Verb hier ist helfen, was ein Dativverb ist. Das Relativpronomen hier ist ganz neu. Siehst du die Leute da, denen ich helfen wollte? Genau, hier benutzt man denen als Relativpronomen für Plural im Dativ. Das muss man einfach lernen. Das Verb steht am Ende. Hier ist ein Beispiel mit einem Dativ-Personalpronomen. Diese Kinder sind nett. Ich schenke ihnen Süßigkeiten. Ihnen ist das Dativ-Personalpronomen für Plural. In diesem Fall für diese Kinder. Dieses Pronomen ersetzen wir mit dem Relativpronomen im Dativ für Plural. Das heißt mit denen. So, der Satz heißt, die Kinder, denen ich Süßigkeiten schenke, sind nett. Denen ist Relativpronomen für Plural im Dativ. Das Verb steht am Ende. Und hier ist jetzt ein Beispiel mit einer Präposition. Unsere Freunde besuchen uns. Wir trinken Bier mit ihnen. So,
In dem Relativsatz benutzen wir Präposition mit dem Relativpronomen für Plural im Dativ, das heißt denen. Unsere Freunde, mit denen wir Bier trinken, besuchen uns. Das Verb steht am Ende. Sehr schön. So, hier ist eine Übersicht, welche die Relativpronomen für Dativ sind. Die Relativpronomen für Maskulin, Feminin und Neutrum sind genauso wie Dativartikel. Für Maskulin dem, für Feminin der und für Neutrum auch dem. Und für Plural heißt es denen. Great! Hope you enjoyed this lesson. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!